So, Interview jetzt oder was hier? Ja, geht los. Ja, wir brauchen erstmal ein Mikrofon. Test, hallo? Hörst du mich? Ja, hört man gut. Okay, wunderbar. Super. Sag doch erstmal, wer du bist. Bin natürlich der aus dem Osten. 35 Jahre alt. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit gehe ich auch gerne arbeiten. Ne? Bin auch ein ziemlicher Öko, schon sehr, sehr lange. Ganz, ganz lange vegan gelebt und jetzt mittlerweile wieder vegetarisch. Eigentlich jetzt schon 12 Jahre. 12 Jahre sind es schon. Doch schon so lang. Hm. Hat auch einiges an Spuren hinterlassen. Das sieht man gar nicht. Also die 12 Jahre, nicht der Veganismus. Ja. So Willi, wir sind in der Zone angekommen. Die ersten 10 Kilometer sind geschafft. Das ist schon ganz schön hässlich, ne? Das war gestern so mal ganz fix zusammen, aber das ist halt nicht chronologisch, dass man hier sagt. Das ist ja egal, ob es chronologisch ist. Ja, das stimmt schon. Ja, hier, zum Beispiel das noch. So, machen wir noch eine Pflanzenbestimmung. Ja? Was haben wir hier? Kein Wegweiser, kein gar nichts. Niente. Das ist eine surreale Landschaft, oder? Geil. Da drüben sind die Schafe, da irgendwo. So, was wollen die Leute noch so von mir wissen? Was will denn der Willi vielleicht wissen? Was kannst du mitbringen für die Show? Springerstiefel bringe ich auf jeden Fall mit. Wir haben 20,3 Kilometern in 5 Stunden 34. Ah, ich weiß nicht, ob ich meine Füße ausziehen darf, genau. Ich würde gerne meine Füße auch noch ausziehen. Ja, nicht nur die Schuhe, ja. Oh Mann, Alter, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist. Aber für 5 gegen Willi nimmt man jede Herausforderung an. Erzähl uns doch mal, was du so draußen für Erfahrungen hast. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gefährliche Situation hier. Deswegen müssen wir Acht geben. Ja, wenn du nicht draußen bist, was machst du dann so nebenbei noch? Ja, meistens bin ich drinnen, wenn ich nicht draußen bin. Solo oder Teamplayer? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde vielleicht erstmal eine andere beantworten. Also am meisten Angst habe ich vor Willi. Früher ganz großes Hobby von mir gewesen, jetzt eigentlich eher ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das Logbuch ist gefroren. Ich bin mal Dreirad gefahren als Kind. Was will man denn noch von mir wissen? Kannst du den größten Baum im Wald mittels eines Herings fällen? Bismarck oder Matthias? So, Kräuterkunde hat er gesagt. Wer kennt's? Beifuß natürlich. Davon bitte nicht zu viel essen. Das vergiss mal nicht. Das hier? Ich glaube, das ist ein Einstrahl, nennt er sich. Das hier? Stinkende Storchschnabel. Der stinkt wirklich ganz schön, aber er schmeckt ziemlich geil. Das heute war alles überhaupt gar keine Herausforderung. Die eigentliche Herausforderung wird für mich in dieser Woche unbezahlten Urlaub zu bekommen. Aber ich sag dir, Willi, wenn du mich nimmst, ich krieg das hin. So, jetzt mal kurzer Zwischenstand hier. 26,4 Kilometer bisher gelaufen. Wir sind bisher 8,5 Stunden unterwegs. Es ist 19.11 Uhr und ihr habt gerade gesehen, wie weit es noch ist. Wir haben noch bis zum Alaunplatz. Dort sind wir ungefähr gestartet, noch 8 Kilometer. Wird geil. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende der Heide angekommen. In Springerstiefeln. Und dass ich hier keinen Schmuh gemacht habe. Geiler Erfolg. Also würde ich mal sagen, Willi, wir sehen uns in der Zone. Ich lauf schon mal los, hä? Hey.